Adrian, du bist für mich der Man of the Match. Weißt du wieso? Ja, du gehst zwar nicht gerne so weit vorne spielen, aber wo du vorne gegangen bist, hat das Spiel gekehrt. Ja, ist auf jeden Fall. Heute ist mir vieles gelungen. Und ja, bin sehr zufrieden mit meiner Leistung, dass ich da dem Team helfen konnte. Ein neues Gesicht in der Winterthurer Offensive auszumachen, Boubacar Fofana. Der Winterneuzugang debütiert gleich gegen seinen alten Arbeitgeber Servet. Die Zürcher zudem wieder mit Captain Lecker in der Abwehr. Startelf-Comeback nach Innenbandverletzung ist eine gute Nachricht, zumal Winterthur in dieser Saison noch nie verloren hat, wenn Lecker spielt. So, hier gleich die Hausherren am Werk. Die Giusto. Komm, bist du da? Kommt wieder Punkt. Ja, zum Glück eben, können wir den Punkt mit heimnehmen. Es war ein schwieriges Spiel gewesen. Auf dem Platz und gegen eine sehr gute Mannschaft, vor allem technisch sehr gut. Bin froh, kann ich der Mannschaft wieder helfen. Winterthur hier mit einer Ecke, macht aber nichts draus. Servet kann rasch kontern, Foul an Stevanovic, aber Vorteil für die Gäste. Das ist Kutesa im Duell mit Di Giusto. Kutesa setzt sich durch, Gimeno 1-0 für die Genfer. Ja, schwierig spielt sie in der ersten Halbzeit. Wir haben es eigentlich im Griff gehabt, also wie auch sie uns, also ist nicht viel über beide Seiten, über beide Richtungen passiert. Sie haben das auch zweimal verwischt beim Kontern. Darf uns nicht passieren, aber sind gut zurückgekommen zum Glück. Etwas später sehen wir wieder Di Giusto. Geht nicht wirklich auf. Servet übernimmt und schaltet schnell um. Stevanovic schickt Gimeno. Gimeno auf Kutesa. Tada! So geht Konter. Gantenbein lanciert Burkhardt. Die Abschlussqualität. Sie beschäftigt Winterthur weiter. Kurz vor der Pause noch dieser Gästevorstoß. Kutesa liebäugelt mit dem Doppelpack. Dann ist Pause. Steter Tropfen hüllt den Stein, heißt es so schön, und deshalb rennt der FC Winterthur immer wieder an. Siedler kam für den unauffälligen Fofana. Gantenbein, der findet Schneider, schnittig, Winterthur gelingt der Anschlusstreffer. 64. Minute, Randy Schneider ist erst sein zweites Super League-Tor, sein erstes schoss er im August gegen GC, schon damals als Joker. Wir machen weiter mit diesem Servet-Corner. Der Ball landet bei Masiku. Masiku, nein. Aber es ist gut was los hier an diesem Abend auf der Schützenwiese. Du hast in der zweiten Halbzeit einmal eine sensationelle Aktion gehabt. Ich habe schon gedacht, jetzt kommt das nächste Kontergoal. Und du stehst dort wie ein Fels in der Brandung und der andere kommt nicht mehr weiter. Wie machst du das? Ja, es ist ein bisschen die Erfahrung. Aber es hat nachher nochmal genau die gleiche Aktion gehabt, wo er mich dann dumm ausgesehen hat. Amix ist auch ein bisschen Glück und auf dem Platz sowieso kann man es nicht so gut abschätzen, wo der Ball ankommt. Wo die Winterthurer bald darauf schon wieder in einen Gegenstoß laufen, hat sich schon zweimal gerecht. Joker Boller wird nicht gestört. Boller, Gimeno. Wieder Boller, hoppla, und schon liegt Genf wieder mit zwei Toren in Führung. Goli Keller sieht da nicht gut aus beim Treffer von Bendegus Boller. Hübsche Vorbereitung von Gimeno, der an allen drei Servet-Toren des Abends beteiligt ist. 3-1, nein. Winterthur jetzt am Boden? Nö, die kommen nochmals. Und dann kommt das dumme dritte Goal. Was hast du gedacht? Ganz ehrlich. Ja, scheiße natürlich. Wieder ein Rückschlag. Haben wieder müssen zurückkommen. Wieder zwei Goal müssen aufholen. Der Glaube ist sicher noch ein bisschen da gewesen, aber nicht mehr ganz groß. Zufi. Direkt weiter zu Gantenbein. Gantenbein, Türkes. Oha, Winterthur lebt. 82. Minute. Seit Ende Oktober nicht mehr getroffen und jetzt so ein wichtiges Tor von Aldin Türkes. Ein Stadion liebäugelt mit der großen Auferstehung. Apropos, kein Abseits, alles korrekt bei diesem Treffen. Aber nachdem wir es 3-2 gemacht haben, ist natürlich nochmal alles möglich gewesen.
und haben zum Glück noch das 3-3 gemacht. 89. Minute, die Schützenwiese vibriert und Winterthur nun engagiert. Der eingewechselte Ramisi spielt den Ball rüber zu Siedler. Siedler flankt, Gantenbein, tatsächlich Winterthur realisiert den Ausgleich. Adrian Gantenbein sorgt dafür, dass der schweizerische Erdbebendienst seismische Aktivitäten in der Stadt Winterthur registriert. 89. Minute, keiner steht bei Gantenbein, der nach zwei Vorlagen nun auch noch trifft. Und wieder einmal ein Goal geschossen. Ja, das letzte war in Lausanne. Das ist auch nicht meine Hauptaufgabe, Goal schießen, aber freut mich umso mehr, wenn es mal klingt. Ja. Servet hatte die drei Punkte eigentlich schon im Mannschaftsbus verstaut. Und jetzt droht hier gar noch die Niederlage. Nochmals Winterthur in der Nachspielzeit. Ramisi, boah, mal sichert Servet den Punkt. Was bedeutet das für das Spiel am Samstag in Lausanne, der Punkt? Ja, nicht gross viel. Wir gehen wieder mit 100% dort hin und fokussieren uns neu auf das Spiel. Aber ja, gibt uns sicher ein bisschen mehr Aufschwung, weil da hätten wir heute noch 3-2 knapp verloren. Eben, die erste Halbzeit war gar nicht gut. In der zweiten Halbzeit war viel mehr Führer da. Wir haben den Zuschauer mitreissen. Mit jeder Aktion ist es immer besser geworden, sind wir besser ins Spiel hineingekommen. Und das haben wir mit für den Samstag.